Ja, hallo, ich grüße euch. Um mich ist es ein bisschen still geworden in der letzten Woche, weil ich war derbst fertig. Ich hatte zu nichts Lust und es ging einfach nicht. Ne? Ich konnte mich überhaupt gar nicht aufraffen, irgendwas zu machen und deswegen war ich auch so lange untätig auf YouTube. Besser gesagt, ich war schon tätig, ne? Ich habe Kommentare und so gelesen, habe Nachrichten getippt, ja, aber wirklich aktiv jetzt ein Video gemacht habe ich nicht. Ja, jetzt muss ich noch einen Tag arbeiten, nämlich morgen, und dann habe ich endlich Urlaub 2 Wochen und die erste Woche bin ich dann auch erstmal in Urlaub sozusagen. Ich fahre nämlich weg ans Meer und so und da werde ich auch keine Möglichkeit haben, großartig Videos zu drehen oder so, ne, weil da ist dann auch meine Mutter in Deutschland und dann werde ich da mit ihr halt verreisen. Ja, heute war ich in der Innenstadt und ich war bei dem wunderbaren Dr. Oskar. Ja. Also wundert euch nicht, dass die Tüte so groß ist, weil ich habe nämlich für meine Mutter ein paar Geschenke eingekauft, weil sie ja Geburtstag hatte. Und werde ich jetzt aber nicht zeigen, weil ich ganz genau weiß, dass sie das Video noch sehen wird, bevor sie nämlich von Amerika rüberfliegt. Deswegen natürlich werde ich das jetzt hier nicht zeigen und so. Es ist auf jeden Fall. Oh mein Gott, ja. Naja, gut. Naja, und noch ein paar andere Kleinigkeiten halt, ne? So. Ich war auf jeden Fall in der Innenstadt, wollte mich überhaupt gar nicht aufraffen, weil ich sowas von übelste Probleme mit meinen Haaren hatte heute. Das war noch schlimmer als der Krieg in Libyen, ja. Also, wir haben uns echt gefetzt heute. Jetzt geht es zum Glück ein bisschen. Und was ist, wie lange die schon sind, das ist echt heftig. Ich habe jetzt ein riesen, riesen Problem, ne? Weil eigentlich wollte ich schon die ganze Woche lang für heute einen Friseurtermin machen, habe es aber nie geschafft, ne? Und jetzt gehe ich mit diesen Haaren in Urlaub, ja? Und ich kann nur hoffen, dass ich das überleben werde. Weil ich wollte mir eigentlich einen Undercut machen, das heißt hier an den Seiten extrem kurz. Also was heißt extrem kurz? Jetzt nicht so Millimeter, ne, aber schon halt einfach kurz. Um das dann halt so ein bisschen, weil das ist ja einfach schon viel, viel, viel zu lang und es sieht halt nach nichts aus. Und hier oben habe ich das Problem. Hier oben gehen die Haare nach oben und fallen dann so. Also die fallen richtig so und wellen sich dann hier extrem. Das heißt, das sieht so unförmig aus, ne? Also die Haare hier, das geht richtig so. Und dann ist es hier so platt noch, weil die Haare hier, die müssen noch länger werden, um dann irgendwie über den Kopf drüber zu fallen. Und ey Leute, das ging gar nicht, ne? Ich habe alles probiert. Ich habe reingehauen. Balea-Feuchtigkeitshaarmilch, ne? Hat nichts gebracht. Dann habe ich in Nivea-Cremegel reingehaut. Hat kaum was gebracht, ne? Obwohl ich das Produkt wirklich, wirklich echt gut finde, weil es auch in dieser Butni-Zeitschrift. Da gibt es dieses Werde-Magazin, ich weiß nicht, ne? Da wurde halt geschrieben, ja, wenn man lockiges Haar hat, kann man das halt auch ausprobieren, ne? Dieses Cremegel von Nivea. Und es ist recht gut, aber es ist mir schon dann wieder zu, ja, zu fettend, ne? Es hinterlässt so einen ganz, ganz komischen, fettigen Touch. Naja, dann habe ich es ein bisschen geföhnt und so, soll man ja eigentlich nicht machen bei Gel. Na, ich habe es trotzdem gemacht. Weil, Entschuldigung, ich habe Kaffee gesoffen, ich muss manchmal aufstoßen. Und dann habe ich am Schluss, als ich schon fast in Tränen ausgebrochen bin und schon meinen Schneideapparat irgendwie angeschaut habe, da habe ich dann noch dieses Balea Locken Relax Serum reingehauen und nochmal ein bisschen geföhnt, ne? Und dann kam noch draußen der Wind und dann noch ein bisschen, habe ich rausgeguckt, es hat gewindet, ne? Und dann habe ich noch ein bisschen Haarlack reingetan und dann war eh alles vorbei, ne? Aber jetzt ging es dann zum Glück und mit diesen Haaren bin ich jetzt in der Innenstadt gewesen, ne? Also Respekt vor mir selbst, ja, dass ich mich getraut habe, so in die Innenstadt zu gehen, ey. Boah. Ja, die sind jetzt einfach schon wieder zu lang, vor allem an den Seiten, es ist gar kein Schnitt mehr drin. Und ich hoffe auf Besserung. Ja, ich bete täglich darum. Ja, ich war bei Dr. Hauschka heute, weil ich natürlich ein paar Kleinigkeiten einkaufen wollte. Na, jemand hatte ja Geburtstag und so. Und
Ich konnte nicht umhin, ich musste sie mir kaufen. Die Gesichtscreme Melisse, diese für Mischhaut, ne? Da hat die Tunse mir auch an diesem Dr. Hauschka-Counter noch diese Broschüre mitgegeben, mit diesen Tussis da drauf, mit ihrer ultra-reinen Haut, ja, wo ich mich echt so frage, Leute, was habt ihr für ein Problem, ja? Wenn ich so aussehen würde, ey, dann bräuchte ich doch gar nichts mehr. Dann wäre ich Model bei Dr. Hauschka, ja. Da sind halt auch noch so Proben drin, ne? Von der Gesichtscreme Melissa hat sie mir zwei Dinger mitgegeben und dann noch von diesem Dr. Hauschka Med gegen so eine stärkende Pflege für trockene und juckende Haut, eher so für Neurodermitika. Ja, ich habe keine Neurodermitis, ne, Gott sei Dank, ne, ich habe jetzt auch nicht wirklich eine trockene Haut, ich habe eher eine unreine Haut am Körper, die zu viel Fett mir manchmal produziert. Aber ich denke mal, ich werde es verschenken, ne, irgendjemand findet sich immer. Ja, viel kann ich zu der, die ist wieder mal total überbelichtet. Viel kann ich dazu jetzt noch nicht sagen. Ich werde, also entgegen aller Dr. Hauschka-Regeln, ja, werde ich sie abends mal auftragen und werde mal sehen, was dieses Ding bewirkt. Das sind jetzt 30 Milliliter, haben gekostet 18 Euro. Ja, gut, vom Preis her kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich habe es einfach gekauft, ja. Und das habe ich mir gedacht. Das soll eine ausgleichend mattierende Tagespflege sein. Ich bin mir unschlüssig, weil zurzeit, ich bin so übelst zufrieden mit meiner Haut. Gott sei Dank, ja. Und zwar benutze ich zurzeit immer noch das Shiseido Pureness, diesen tiefen reinigenden Schaum. Den trage ich auf und so langsam merke ich auch diese Granulate. Das sind nämlich diese weißen Granulate sind da drin und blaue Granulate. Aber man bekommt nicht viel von den blauen raus, weil ich nehme immer nur so ganz, ganz wenig, vielleicht 1 Zentimeter. Das kommt ja wie so eine Salbe raus aus diesem Shiseido-Ding. Und dann nehme ich vielleicht 1 Zentimeter, aber es reicht echt toll, um sich die Haut damit einzuschäumen. Und danach benutze ich Dr. Hauschka Gesichtstonikum Spezial und für den Tag benutze ich dann die Vanishing Cream von Lush, weil die so toll nach Lavendel riecht und es ist schon sehr nach Lavendel, ne? Also manchmal habe ich dann echt auch so, denke ich mir so, oh, das ist dann auch schon echt so viel Lavendel, ne? Also da stinkt man ja echt wie die halbe Provence. Also das geht dann auch nicht, ne? Abends genau dasselbe, Shiseido Pureness, Reinigungsschaum, dann Dr. Hauschka Gesichtstonikum Spezial und dann habe ich noch vom The Body Shop, habe ich dieses für die Nacht aus der Tea Tree Serie, diese Creme irgendwie, ne, Teebaum halt, werde ich aufbrauchen und ich denke mal, heute Abend werde ich entgegen aller Beauty-Regeln, ja, werde ich ein bisschen Melissencreme mit diesem Teebaumöl mischen und weil ich die halt vermehrt für den Tag nehmen möchte, aber auch für die Nacht, ach, ich weiß es noch nicht, mal sehen, ne? Also auf jeden Fall, ich bin zurzeit derbst zufrieden mit meiner Haut, ja, God bless my Haut, ja, weil jetzt muss ich wieder meinen kleinen Handspiegel holen. Ich mache jetzt schon seit 1,5, 2 Wochen dreimal die Woche eine Heilerdemaske und zwar nicht nur so eine ganz profane Heilerdemaske, sondern meine eigene Maske. Ja. Wie schon gesagt, ein bisschen Herbalism, ein bisschen Tea Tree Water, ein bisschen Luvos Heilerde Typ 2, dann Teebaumöl ein bisschen rein, manchmal noch so eine Ampulle von diesem Alverde-Zeugs, Feuchtigkeitskur Alverde. Dann mische ich das alles an zu so einer Paste und dann lasse ich es einwirken, bis es bröckelt. Und dann wasche ich es ab. Und dann ist es echt, boah, also die Haut fühlt sich danach an, total geklärt, total gereinigt, tiefengereinigt. Selbst wenn man Pickel kommen sollte, ne, der ist dann sofort weg. Also der kommt nicht mal so weit, dass er wirklich groß wird, ne? Ich hatte das erst letzt wieder hier an einer Stelle. Ich habe häufig auch hier Pickel.
Ich habe so an einem Tag gemerkt, so, boah, da kommt was, ne? Dann habe ich am nächsten Tag die Heilerdemaske gemacht. Und am nächsten Tag, also einen Tag später, war er schon wieder fast weg. Na, der ist nicht mal ausgebrochen, großartig. Und ich werde es jetzt auf jeden Fall beibehalten erstmal und werde mal sehen, wie es sich entwickelt. Ich bin jetzt gerade so im Bad zufrieden. Natürlich, es könnte besser sein. Ich habe immer noch Akne, Male und aber die sind echt schon sowas von am Verblassen auch. Also ich bin echt zufrieden zurzeit und ich hoffe, es bleibt so, ne? Gott, ich bete ja zu allen Göttern, ja. Er hört mich. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich hier laber. Ey, was war jetzt eigentlich? Oh mein Gott. Naja, Haut und so, bla, ne, Shiseido und so. Die anderen Shiseido-Sachen habe ich aufgebraucht und ich habe auch schon mit meiner Mutter telefoniert. Und sie hat mir tatsächlich was von Kiehl's gekauft, ja. Oh mein Gott, ja. Werde ich in meinem Urlaub sofort ausprobieren, ja. Scheiß auf Shiseido, Klops in die Tonne, Kiehl's ist im Anmarsch, ja. Auf jeden Fall, ich werde wahrscheinlich morgen nochmal oder am Sonntag eine ausführliche Review machen zu der Gesichtscreme Melisse für diejenigen, die sich noch unschlüssig sind, da ich wirklich sehr gerne nach Mängeln bei Produkten suche und immer welche finde, ne? Bin ich echt gespannt auf diese Gesichtscreme-Liste, ob sie in welchem Maßstab sie mich zufriedenstellt. Ich denke mal, da kann ich erst so in ein, zwei Tagen was dazu sagen. Dann war ich natürlich in der Innenstadt beim Budni. Ja, wie immer halt. Aber ich denke mal, das werde ich jetzt in meinem nächsten Video zeigen, was ich da alles gekauft habe. Ja, es sind auch viele Sachen für den Urlaub dabei, die ich einfach brauche, ne? So Probiergrößen und so. Aber ich finde ja Probiergrößen extrem geil, ne? Und diese wunderschöne Dr. Hauschka-Tüte, ja. Ach, ist die nicht edel, ja? Ach. Oh Gott, gib's mir einfach nur noch. Ja, gib's mir ganz tief und hart. Ich hab's nötig. Ja, ich gehe jetzt mal eine rauchen, werde noch ein bisschen Kaffee schlabbern und dann mache ich mein Budni-Video. Na, bis dann. Ich wünsche euch was. Bis gleich. Tschüss.